Na 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 na. Von Anfang an unterwegs mit den Jungs, lebe und sterb nur als Dealer. Mama sagt, hab Geduld, geh nicht raus, Gott gib, wenn du Ziel hast. Aber Mama, wie lang? Von Anfang an unterwegs mit den Jungs, lebe und sterb nur als Dealer. Lebe und sterb nur als Dealer. Leute, was geht? Linux ist hier. Neuer Vlog, Leute, und naja, wir sind gerade in Berlin. Ihr seht, Leute, ich bin ziemlich gekocht, so. Leute, wir sind mit der Gulfstream hier hingeflogen und ey, es war sehr turbulent, so. Ich bin ehrlich durch, so. Ich warte jetzt auf Willi, Leute. So ein bisschen. Und ja, wir chillen hier, so. Ich weiß nicht, was geht die Tage. Wir gucken mal. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht so, ich rock Black Tea, so ist ziemlich warm hier. Also es ist eigentlich richtig chilliges Wetter. Und ja, ich habe mir natürlich auch so Gedanken gemacht, was trage ich hier, ne, wenn ich so in einer anderen Town bin. Was sind hier die Trends, so, was ist hier so in, Leute. Und ja, Leute, ich bin halt so darauf gestoßen, dass hier so ein heftiger Trend ist, so. Trommelwirbel. Bam, Leute. Und zwar, ich rock die Jogginghose hier, die graue Nike Jogger. Und nein, ich rock das nicht nur für die Girls, so, weil Jogginghosen sind anscheinend der Shit hier, so. Das ist so dieser Jano-Style, wisst ihr. Man rockt so diese Jogginghosen. Man trägt diese Nike Sneaks. Eigentlich wollte Kikos noch rocken, so. Weil das hätte dann zu diesem Kalenji Swag, Jano Swag gepasst, so, aber ich fand's dann doch irgendwie lame, so habe ich's doch gelassen. Ja, Leute, ich gehe richtig dumm so. Ich habe so drei paar Jogginghosen mitgenommen. Also ich habe hier jeden Tag quasi so eine andere Jogginghose. Und ja, so deswegen eigentlich kann nichts schief gehen hier. Kann eigentlich nur hart werden, Leute. Und ja, ich weiß nicht so. Ich warte jetzt mal auf Willi. So, und dann gucken wir mal, was nachher so geht, Leute. Ich würde sagen, ich melde mich nachher bei euch. Ciao. Lebe und sterb nur als Dealer. Jungs drehen durch, Jungs drehen durch. Hey, Wallah, fick nicht mit uns. Meine Gang kam in Richtung Million. Hey, Wallah, gehen bis zum Ton. Läuft vergessen sein, nicht nur Taschen löwen. Fliegen Kugeln auf der Bo- Wenn ich im Vlog-Modus bin, bin ich eh so im Modus. Ne? So. Leute, was geht? Wir chillen jetzt hier gerade mit Willi so. Wir trinken Red Bull, Leute. Leute, ihr wisst, immer schräg halten für die Harleys. Und ja, Leute, wir gehen gleich in eine Wasserpfeifenbar und dann rauchen wir eine Wasserpfeife. Ich weiß noch nicht genau, welchen Flavor. Also ich habe so ein paar Sachen im Kopf schon, Leute. Ich bin ja echt ein großer Fan von Love 66, so. Finde ich mega nice, so. Willi ist eher so Traube Minze, so. Oder, Willi? Ja, so deswegen, wir chillen noch kurz, so. Wir warten auf Ludi so und wenn der gleich kommt, gehen wir in die Shisha-Bar. Und ja, Leute, ihr seht auch schon so, ich habe mein Swag ein bisschen geändert so. Willi, kannst du einmal filmen? Also ich habe jetzt hier so, chillig so, so diese Jacke an so. Weil Leute, vorhin es hat so ein bisschen geregnet und so. Und ich finde, diese Jacke hat auch so diesen Jano-Swag bisschen. Deswegen, Leute, lieber eine Jacke tragen. Ihr wisst ja, letztes Mal hatte ich keine mit, so, und da war dann echt voll das Drama, so. Das will ich jetzt vermeiden, so. Und ja, Leute, wir sehen uns gleich, wenn wir die Wasserpfeife rauchen. Jo, Leute, was geht? Wir sind jetzt hier in der Shisha-Bar und ja, Leute, wir rauchen jetzt hier die Shisha. Ich habe jetzt eine Love 66 geholt, wie ich gerade schon meinte. Und wir haben noch Mann, Willi! Leute, und wir haben noch eine Cinderella geholt. Na, wir rauchen diese Shisha jetzt hier. Ludi ist auch da. Was geht, Ludi? Willi ist auch hier. Shisha rauchen und so. Wir zippen auch den Drank. Willi hat auch so einen Cocktail sich geholt. Und ja, Leute. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt noch mal so ein kleines Special hier. Wir haben nämlich was vorbereitet. Wir zeigen euch jetzt die drei Arten von Shisha-Rauch rauchen, Leute. Also Leute, viel Spaß mit den drei Arten von den Shisha-Rauchern. Nummer 1, der Coole.
Nummer 2, der Anfänger. Nummer 3, der Perfektionist. Digga, die Kohle ist nicht richtig, Mann. Die Kohle, Digga. Guck, das muss so hier, das muss einen rechten Winkel ergeben. Und guck mal, die ist auch viel zu... Die muss man erstmal richtig abaschen. Weil dann, du inhalierst halt auch nur die Asche. Und die Wassertemperatur muss halt exakt 25,735 Grad haben. Sonst entwickelt sich der Rauch nicht so gut. Und ist auch viel zu wenig Kohle drauf. Man müsste eigentlich mindestens immer hier 5 Würfel pro Shisha haben. Entwickelt sich gleich viel besserer Damm. Leute, ich glaube es nicht. Das kommt jetzt so unerwartet. Ich meine, wir sitzen jetzt natürlich schon seit locker 10 oder 15 Minuten hier und checkt das mal ab so. Was fällt euch daran auf, Leute? Leute, das ist ein Plastikstrohhalm. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen Plastikstrohhalm gesehen habe. Ich meine, wir chillen oft. Wie bitte? Super geil, oder? Darf ich das in mein Video packen? Also Leute, ihr seht auch, diese netten Leute da sehen das genauso wie wir. Wir sind sehr oft bei Burger King am Essen und es ist immer nur noch Pappe, richtig? Genau. Und das macht keinen Spaß, Leute. Ihr trinkt 5 Minuten an dem Getränk, es ist durchgeweicht, es schmeckt eklig. Ein Hoch auf Plastik. Vielen Dank, Leute. Also Leute, wie gesagt, kommt vorbei. Wie heißt diese Hookah-Bar nochmal? Kamba. Leute, kommt so Kamba. Also es wird nicht C-U-M geschrieben, es wird irgendwie mit Q geschrieben. Ich kann das auch nochmal verlinken. Sehr nice. Plastikstrohhalme, Leute. Check diesen Laden ab. Leute, was geht? Wir chillen hier gerade im Risa so. Yo, Rizzy ist auch am Start so. Und Leute, wir haben jetzt nicht den BK gefunden so. Naja, wir warten auf jeden Fall gerade auf das Menü. Und ich bin ehrlich, Leute, wir warten jetzt hier seit 15 Minuten so auf ein Burger und auf eine Pommes so. Und das ist so, also das hat alles andere als mit Fast Food zu tun hier. Deswegen, Leute, wir werden nicht noch öfter in diesen Risa gehen, so wir bleiben lieber bei BK, weil, keine Ahnung, Leute, es lohnt sich halt einfach nicht, wenn ihr schnell was zu essen wollt, dass ihr so lange wartet, so. Und ja, Leute. Jo, Leute, was geht? LinoxD hier so. Ich chill mit den Boys. Ja, Leute, wir sind hier auf so einer Hausi gerade so. Ich will nicht haten, so ist jetzt nicht so ass, aber Leute, ich bin ehrlich so. Ist nicht so fresh so, aber wir chillen jetzt hier so. Wir sippen hier ein bisschen so die Getränke so, weil Leute, ganz ehrlich, wenn man jetzt schon hier ist, so kann man auch diesen Drink sippen so. Und ja, checkt mal diese Aussicht hier so. Checkt mal diese Aussicht so. Ist fresh auf jeden Fall so. Und ja, Leute, so morgen Willi und ich gehen in den Bunker so. Wir machen brutale Sessions so, ihr wisst, Leute. Hard und ja, generell, Leute, es kommen harte Sachen bald. Bro, chill mal ein bisschen so. Bald kommen harte Sachen so. Wie gesagt, mit RTL, so viele dachten ja, das ist fake, aber Willi, ist das real mit RTL? Ja. Ja, Leute, das ist real auf jeden Fall. LinoxD ist live im Fernseher so. Und Leute, ich kann auch kurz noch so eine krasse Ankündigung droppen. Und zwar, ich habe da so ein Event geklärt. Ich weiß nicht, viele kennen ihn von euch, vielleicht viele nicht. Daniele Negroni, Leute. Ich bin da einfach auf dem VIP-Treffen. Und das ist erst so Ende des Jahres, aber das ist auch ziemlich fresh. So, ich leak das schon mal so. Ich bin auf jeden Fall bei dem VIP-Treffen von Daniele Negroni so. Wir machen dann Soundcheck, Fotos, Autogramms und so. Also deswegen, Leute, checkt auf jeden Fall diesen Kanal weiter ab, so, es kommen freshe Sachen. Und ja, Leute, morgen geht's weiter so, wir hitten morgen so den Bunker so, es wird sehr nice so. Und ja, Leute, haut da rein, bis morgen, ciao. Ja. Yo,
Leute, was geht? Wir sind jetzt hier vom Bunker. Ihr wisst, neuer Tag, neuer Swag, so. Checkt mal mein Outfit ab. Ich rock heute Pranky-Shirt und ja, Leute, wir sind ein bisschen gekocht noch von gestern, so. Ich merke auf jeden Fall, ich bin extrem trocken, so von diesem Getränke und so. Und ja, bra, chill ein bisschen mit dem Movement, so. Das Ding ist, Leute, ihr müsst wissen, so, klar, so, wir poppen auch mal eine Bade und so und gehen ein bisschen crazy, so, aber unsere Prio ist halt trotzdem so dieser gesunde Lifestyle, so. Und deswegen, Leute, wir wollen Training nicht vernachlässigen, so, ja, ich meine, ist ganz cool, so, klar, so, aber ihr braucht gute Work-Life-Balance, so. Deswegen, Leute, wir sind extrem hyped, wir hitten diesen Bunker jetzt hier, es wird sehr nice, so, und ja, kommt mal mit einfach. So Leute, wir chillen jetzt hier, wir sind drinnen und ja Leute, Willi und ich trainieren heute Rücken, Po, so, wisst ihr. Und ja, ich würde sagen, ich filme einfach ein bisschen was ab, so. Auf jeden Fall ist es richtig nice hier, so. Ist richtig hard, so. Ich denke, wir werden auch andere Sachen einfach tryen wegen den Maschinen, so. Und ja Leute, checkt das ab, so, es wird sehr nice, Leute. Du willigst in den Fuß, komm rein, round one fight. Ey, yo, mein Fight-Style ist Muay Thai plus Grausamkeit. Adan wie Kupferdraht, ich pump die Kilos, bis das ganze Gym bei meiner Kopfschall hat einen Brust mit der Zunge schnalzen muss. Körper wie ein Fitnesstrainer, Girls in der Disco stupsen sichern und tuscheln, ich schwör dir, das ist Kollege. Ich hab bei Frauen die Auswahl, du bist nur Lappen, der steht stoned ist, wie Taudi in South Park. Und wenn du nicht grad von Huni Nutten bummst, machst du wie beim Erste-Hilfe-Kurs mit Gummipuppen rum. Ey, yo, komm mit deinen Bodyguards auf, aber das sind voll die Zahnstocher, wie Oliver Pocher. Und zittern aus Angst vor mir, denn ich hab mich in 12 Wochen zum Terminator transformiert. Lauf umher mit hartem Sixpack und Bitches sind am Spannen wie die Ärmel meines Jeans her. Durch die Stärke meines Bizeps aus dem Weg, ich bin in der Massephase, sprich, ich pack Kilos auf die Hantel, bis die Hantelstange bricht. Das ist Post-Transformation, Post-Transformation. Mein Körper ist immun gegen Pumpguns und AKs, gang like a boss. Jo Leute, was geht? Wir sind jetzt hier so, wir sind pumped up und so. Und ja, sehr nice hier, wir tryen auch einfach ein paar andere Geräte so. Weil wenn man schon mal hier ist so viel Auswahl, deswegen checken wir einfach alles so ab so. Aber ja Leute, wir haben auf jeden Fall einen nice Pump schon so, ne Willi? Ja, Leute, ihr wisst so, sehr hard so und ja, mal gucken so. Ich habe die ganze Zeit ein bisschen was abgefilmt so. Ich werde das so mit Musik einfach, glaube ich, irgendwie hinterlegen. Und ja Leute, wir sehen uns gleich nochmal, ist sehr nice hier. Ich hab lang Hand in Playmates, Post-Transformation. Das ist Post-Transformation. Es ist Zeit aufzustehen, Zeit es anzugehen, deinen Mann zu stehen und endlich den Fight aufzunehmen. Einen Scheiß drauf zu geben, was die Zweifel dir sagen. Es ist Zeit es zu wagen, lass es Schweißtropfen regnen. Bleib auf dem Weg, von nichts kommt nichts. Schluss mit kleinlautem Reden, Kids, schreiß raus beim Training und zerreiße die Stille. Alles was du brauchst ist eiserner Wille, Sky is the limit. Der Geist ist schon willig, aber das Fleisch noch schwach. Doch wenn du mit Leidenschaft weitermachst und zeigst, dass du fit bist, erreichst du den Himmel. Der Zweifel verschwindet, als erstes beweist du's dir selbst. Ziehst es durch, steinert ihn fest, dann zeigst du's der Welt. Es ist Leistung, was zählt, du hast gerade erst angefangen. Pack dir die Hantel dann, geh ran an die Hantelbank. Es gibt nur eine Richtung, hinauf. Also packst du neue Gewichte mit drauf und gib's nicht mehr auf. Jo Leute, was geht? Wir sind jetzt fertig mit der Session so. Es war sehr hart, Leute. Und ja, wir wollten eh schon immer mal hin so. So klar, man verfolgt diesen Bodybuilding-Stuff so mit einem linken Auge ein wenig. Ich würde selber sagen, so, das ist halt Fitness, was wir machen, weil ich finde, solange man nicht mit Material so da am Start ist, so ist das Fitness so, aber wir sind so auf jeden Fall Fanboy von diesem Lifestyle. Und ja, Leute, es war sehr hart. Das Wetter ist auch brutal nice heute, ist halt voll warm so. Und ja, wir checken jetzt mal ab, was später noch geht, Leute. Haut da rein.